Wenn Sie dieses Symbol sehen, dann denken Sie natürlich an Frankfurt. Der Bleistift, der Messeturm hier in Frankfurt, der ist natürlich ein Wahrzeichen für Frankfurt und zeigt nun mal nach oben. Aber nicht alles, was in Frankfurt ist, zeigt nach oben. Der DAX beispielsweise, der hat gesagt, wir können auch anders und hat entsprechend eine scharfe Bewegung nach unten vollzogen. Ich hoffe, dass Sie das ähnlich fröhlich angucken können wie ich, denn wenn man jetzt natürlich long war, ist das natürlich saudoof. Das ist nachvollziehbar. Auf der anderen Seite, es ist vorhersehbar gewesen, wir haben es ja angesprochen schon, dass der Markt eigentlich an eine Widerstandszone, sagen wir es mal so ungenau, rangekommen ist und die besten Chancen hat, dass er mal zurückkommt, ein bisschen retraced. Das wäre typisch. In diesem Fall wird das in Zusammenhang gebracht mit der Zinsentscheidung und den Äußerungen der Notenbank bzw. von Fed-Chef, sage ich schon, von Draghi. Also wir haben da sicherlich ein Einfluss von dieser Seite. Auf der anderen Seite war das durchaus vorhersehbar, dass der Markt in so einem Umfeld, wenn er eben an Widerstandsmarken dreht oder die Chance hat zu drehen. Das Schöne ist, wenn Sie jetzt sagen, das hätte er mir vorher sagen müssen, gut, darüber hatten wir gesprochen, aber wenn Sie es aus irgendwelchen Gründen nicht gesehen haben, macht nichts, denn Amerika hat das vielleicht noch vor sich. Wenn Sie jetzt auf den Dow Jones gucken, auf den S&P, dann sehen Sie diese Abwärtsbewegung, diese Scharfe dort eben noch nicht. Aber Sie sehen was ähnlich Spannendes, nämlich dass die Aufwärtsbewegung, die wir in den letzten Tagen ja hier hatten, der Markt ist toll nach oben geschossen, ähnlich wie ich das beim DAX eben erwähnt habe, auf Widerstandszonen, auf Widerstandsmarken. Da haben wir also den Dreh auch bevorstehend und wenn man sich den Chart mal auf vielleicht 15 Minuten, 5 Minuten anguckt, dann sehen wir, dass die Aufwärtsrichtung so am letzten Ende hinten sehr, sehr wackelig ist. Das sieht schon fast korrektiv aus, lustlos, mutlos, ein bisschen zögerlich und das ist ein super Zeichen, denn das steht typischerweise am Ende einer Bewegung. In welche Richtung ging die Bewegung? Ich habe es eben erwähnt, nach oben. Wenn diese zu Ende geht, ja, dann wird wohl erstmal wieder was Abwärtsgerichtetes kommen. Und wie das aussehen kann, hat der DAX gerade gezeigt. Ob der Dow Jones das in der gleichen Geschwindigkeit macht oder der S&P, das ist natürlich fraglich. Dort haben wir jetzt den speziellen Einfluss der EZB und der Europasituation. Italien hat ja schon hier für Aufsehen gesorgt und droht mit der nächsten Europakrise und die könnte durchaus viel schlimmer werden als das, was wir vorher von Griechenland noch gewohnt waren. Einfach deshalb, weil Italien nun mal ungleich größer ist und damit meine ich nicht nur die Fläche, sondern auch die Wirtschaftsleistung. Das heißt, wenn es da zu irgendwelchen negativen Informationen kommt, ist die Chance, dass das den Markt massiv negativ beeinflusst, natürlich sehr, sehr viel größer. Also insofern müssen wir hier mit rechnen, dass da Druck in den Markt kommt. Das Schicke ist, wir können an den Kursentwicklungen ablesen, ob die Marktteilnehmer das wirklich ernst nehmen. Im Moment sieht es ja so aus, aufgrund der sehr scharfen Abwärtsbewegung. Ich würde das aber trotzdem nicht überbewerten, denn ein Rücksetzer, er stand aus. Dann kamen halt auch noch Nachrichten dazu, die nicht super sexy klangen. Klar, was macht der Markt? Er kommt erstmal runter. Wenn das so auf mittlere Ebene, das ist jetzt saublöd, ich habe jetzt keine Kurse im Hinterkopf, aber messen Sie einfach mal so ganz grob von der Unterseite jetzt Anfang der Woche bis zum Hoch, was wir jetzt hatten, und da die Hälfte in etwa, das ist so ein typisches 50% Fibonacci Retracement, in etwa in diese Richtung darf der Rücksetzer gehen, ohne dass irgendwas kaputt geht. Idealerweise aber wackelig, noch sehen wir das nicht, noch ist es noch ein einziger Schub runter. Aber vielleicht macht er ja noch zack, kommt ein bisschen hoch und dann nochmal runter. Dann wären wir wieder in so einer ABC-Korrektur und das Bild, was ich immer wieder auch mal ankündige, wäre vielleicht für einen Trade gut. Also, gar nicht so schlechte Nachrichten. In dem Fall die schlechten Nachrichten oder die schlechte Entwicklung am Kurs eigentlich sinnvoll, eigentlich super und vielleicht sogar auch nutzbar. Die erste sicherlich jetzt nicht mehr. Kommt der nachher noch ein bisschen wackelig nach oben, kann man nochmal short gehen. Wir denken daran, dass Amerika das Ganze vielleicht noch vor sich hat. Also wir hier vielleicht noch einen spannenden Tag vor uns liegen haben. Ich muss zugeben, für mich ist das kein so spannender Tag, zumindest nicht an der Börse. Denn ich werde in wenigen Minuten mich auf den Weg machen zum Flughafen. Ich bin auf dem Weg wieder weg von ihm hier im Hintergrund, in meinem Umfeld hier im Westend. Richtung Tokio und dann in den nächsten Tagen wieder von dort berichten. Da ich allerdings morgen erst ankomme, die Zeiten sind da alle ein bisschen verschoben, man fliegt ja dann doch gegen die Uhrzeit und so weiter alles, kann es sein, dass ich am morgigen Freitag keinen Videobeitrag bringe, dann nicht traurig sein, nächste Woche geht es ja schon wieder weiter. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein, im schlimmsten Fall, schönes, langes Pfingstwochenende. Das kann nicht ganz übel sein. Denken Sie mal dran, ob Sie vielleicht die Gewinne mal mitnehmen, falls Sie es nicht schon haben, im amerikanischen Markt erst recht. Und dann gucken wir mal, was da uns der Markt bietet. Achso, ich habe noch gar nicht erwähnt. Natürlich gibt es beim Euro, auch beim Bund beispielsweise, im Moment heftige Bewegungen.
Das Prinzip bleibt aber das gleiche. Immer gucken in Trendrichtung, in Schubbewegungsrichtung, die Trades suchen und das wackelige Abwarten für günstigere Einstiege und als Bestätigung, dass tatsächlich die andere Seite die stärkere ist. In diesem Sinne, alles Gute und bis bald dann von der anderen Seite der Welt.